Ja, hallöchen, mein Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein. Warum meine Stimme jetzt schon lediert ist, weil ich einfach 30 Minuten am Stück reden nicht mehr gewöhnt bin, als das erst beim PNP nicht mehr oder meistens nicht. Ich glaube, wir kommen hier gerade nicht weiter, weil irgendwie mir irgendwas fehlt. Du brauchst schon nachgewachsen was. Ach, deine Mutter. Ja. Ich glaube, ich kann eh gleich nochmal schlafen. Scheiß drauf, ich 10 Goldmünzen. Ja. Entschuldigung, Schluck auf. Ich bin Schluck auf hier. Kohlensäure im Magen, weil ich keinen Karton habe. Ja. Das Problem ist, wir haben gerade irgendein Gegenstand nicht. Hacke. Nee. Und ich bräuchte irgendwie eine Art, ich würde ja was sagen, Säge oder so, wo ich den Baumstamm wegsäbeln kann. Ja. Ne, das bringt ja eh nichts. Oder habe ich dadurch, dass ich da die Trossmelder verkauft habe, da gelassen habe und die dann verkauft und Schwachfug. Da gelassen habe und die dann verreckt ist, da irgendwas hätte mitnehmen können, um den Baumstamm wegzumachen oder was. Das wäre ja natürlich eine sehr beschissene Sache, weil das wäre nämlich dann so. Achso, stimmt. Naja. Entschuldigung. Ja, bla 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 bla. Das ist nämlich frustrierend, wenn man sich Loot und Quests verbauen kann durch irgendwelche Entscheidungen, die man trifft. Das ist nämlich dann nicht so doll, meiner Meinung nach. So, ja, dann gucken wir mal, ob eventuell in den anderen Gegenden jetzt auch Untote rumlaufen. Fehlen sie zum Beispiel? Und guck mal, ob sich irgendwas irgendwo verändert hat. Das müssen wir jetzt mal Spaß bis Wasser. Oh, Nenu, seit wann ist der Weg denn abgebrochen? Ist den Feen etwa etwas zugestoßen? Fee, auf Befehl der Königin wurden die Rosenbrücken eingezogen. Ihr mauert euch ein. Das Lachen versiegt, ihr groben Freunde. Wir spüren, bis sich der helle Klang ausdünnt. Wird unser See Schutz bieten? Hütet euch, ihr braven Helfer. Wo zum Fick ist die Fee? Sie war die jetzt unsichtbar oder wie ist das? Ich runter? Nee. Okay. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Gut, damit wir alles erledigt haben. Das ist nicht da oben. Ach, da komme ich gar nicht hin. Das Ding da. Hat das nicht irgendwie irgendwas? War das nicht der Helm, den wir da bekommen haben oder so? Glaube ich. Schoring. Hat sich irgendwas verändert? Wer nach vertrotzt, endet böse auf dem Grund. Das Fangviertel meiner nächsten 5 Fahrten geht zum Dank an den Gott. Wehe, du schmeißt deine Fische in den Brunnen, Gerolf. Na, wie soll ich denn sonst opfern? Etwa die Fische wieder ins Meer werfen? Dann bräuchte ich sie gar nicht erst. Meine Güte, ist das wieder kompliziert. Schön, schön, schön. Naja. Bald ist es geschafft und das Haus wieder heil. Dann können die ruhigen Tage beginnen. Ich bring's nicht fertig, es ihm zu sagen. Wir haben viel nachzuholen. Nun da uns die Piraten nicht mehr bei der Feldarbeit stören, endlich darf ich ackern und hacken. Tag ein, Tag aus, von früh bis spät,
Ohne Unterlass und Abwechslung. Was siehst du da für ein ernstes Gesicht? Die Piratenplage ist Vergangenheit. Das Leben kehrt zurück. Tja, wie sag ich's? Es ist eben gerade nicht das Leben, das zurückkehrt, sozusagen. Sag, Helmer, wo begrabt ihr eure Toten? Was für eine merkwürdige Frage, Helfer unseres Dorfs. Wie geben sie seit jeher nach fast gewaltenreich? Ihr kippt ins Meer, so. Umweltverschmutzung? Ja, zumindest was die Flamme von ihnen übrig lässt. Ah, ihr verbrennt sie und verstreut anschließend ihre Asche. Na, dann sollte nichts passieren. Es sei denn, jetzt greifen uns Aschemonster an. Jetzt wäre ich ein cooler Gegner für Cthulhu oder so. Ist vielleicht irgendetwas, was du mir sagen möchtest? Nein, alles in Ordnung. Oh, guck, ein Möwe. Was soll das? Warum schenkst du ihm nicht klapplich ein? Er weiß, was er tut. Die Mine ist schon versiegt. Soll nun auch der Fisch ausbleiben, weil die Leute angststarrig werden? Du lässt sie ungewissen über so eine Gefahr, ne, damit dein Bauch nicht hungern muss. Ein fertiges Ding. Nicht nur sein Bauch, alle Bäuche. Gerade jetzt ist Hunger dir schlicht die schlechteste Hilfe. So ist das also. Ich bin nicht bereit, das Leben dieser Leute zu riskieren, nur damit das Land weiter versorgt werden kann, ja? Das ist herzloser Mist. Herzloser Mist, Mädel. Herzloser Mist. Mhm. Und heute nur hungern lassen und draußen Angst haben lassen, ist genauso herzlos, noch herzloser, noch beschissener, weil die Moral dann weiter sinkt und so weiter und so fort. Das ist strategische Abwägung. Der Erhöhte begreift schnell. Nimm ihn dir als Vorbild, Hinterbettlerweib. Brunner hat recht. Wenn die Gräber weiter Leiber spucken, brauchen wir alle die Kraft für den anstehenden Kampf. Herzlos. Pflichtbewusst. Was tusche die denn da bei Naffa? Ja, gut, dann wird das auch erledigt. Dann haben wir keine EP dafür bekommen, aber einen Dialog. Das finde ich doch schön. So. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch der Ordensfeste, oder? Lieber, glaube ich. Weil da können wir nichts machen, Ja, das Problem ist... Scheiße. Was? Weil Drauder denkt mal. Weil Drauder entdeckt inmitten eines Grasbüschels einmal rot. Alter, was ist das denn bitte für eine fucking Chance, das zu kriegen. What the fuck? Ja. Das Problem ist, müsste ich jetzt nicht eigentlich zum Moor oder so? Da kommen wir auch gar nicht weiter. Wenn ich muss, ich halt eine Komplettlösung. Ja. Die Zeit drängt immer unerbittlicher, Alveter. Siehst du nicht immer die Zeichen sprießen? Der eilige Zug soll also langsamer die Waffen aus den Bergen besorgen. Und gucken so anstrengend, pflichtbewusst, Flünkchen. Wir gehen ja schon nach Süden. Ja. Vogel. Ja, jetzt habe ich das Problem. Ja, Leute, wie komme ich jetzt an die Scheiß? Ich komme in der Komplettlösung nach. Ich brauche die Eule. Ohne Eule kann ich gegen eine Eule ziehen und weiß deren Schwächen nicht. Ich muss nur dumm rumprobieren. Neue für eine Komplettlösung. Moria. So. Bei Trager, um zu bekämpfen, ist das schon so. Der Wind, ich überhaupt Christ. Beschreibung: Kämpfen nach Morweg zurück und bekämpfe die Wiedergänger. Anstatt der nächsten Mal einen Besuch, erfrage das Haus nach der Eule, kämpfe durch den Weiternehmen des Boot des Priesters. Benutze die Brückenteile wie beschrieben. Okay. Gerne, danke. Wie viel Zeit habe ich noch? Na gut, noch genug. Ja.
Also, mal gucken, ob ich es richtig gemacht habe. Ich bin ja voll geheilt, von daher gut. Dann kommen wir mal. Das Ding ist, ach, jetzt weiß ich, wie ich bei dem Ding weiterkomme. Jetzt weiß ich, wie ich bei dem Baustein meine Grabs gerade gelesen. Man muss erstmal da drauf kommen. Man musste erstmal drauf kommen. Das ist nämlich gar nicht so logisch, dass ich jetzt hier an das Loch muss. Mit Gisulf Diebstahl benutzen muss. Eine Grabschaufler stehle, wie auch immer auf diese bescheuerte Idee kommen soll, weil das noch nie passiert ist. Soll ich darauf kommen, dass ich mit dem Grabschaufler diesen scheiß Baumstamm den klauen muss? Das ist, wenn selbst ich nicht drauf komme, sollte der Azug drauf kommen. Das ist doch dumm. Das ist auch so ein dumm Querdenken. Viel zu Querdenken. Ich glaube, da kommt nicht mehr nochmal Pen Paper wieder drauf. Ugh. Dreck. Er kratzt und beißt und windet sich wie verrückt. Ich kann nicht lange halten. Yay, ich habe gewonnen. Wir haben Stachel gefunden. Nein, 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 nein. Oh, nein. Oh, du Arschloch. Das Mistding hat sich freigestrampelt. Der Grabschaufler ist weg. Gerade. Mann, kann man nur so einen bescheuerten Mist. Diese scheiß blöde Drecks. Springer gibt mir so auf den Geist. Ja. Ich weiß. Ja, ist gut. Wollt ihr mich verarschen? Wo ich jetzt gerade krieg ich diesen. Wenn das jetzt nicht im Bug auslöst, geil. Oh. Ja, Brun. Stärke, bitteschön. Ja. Ich habe gerade nichts machen können, Spiel. Ich habe gerade nichts machen können. Geil. Ich habe irgendeinen Bug gefunden, glaube ich, den wahrscheinlich kaum einer gefunden hat. So. Anderes, danke. Boah. Alter. So, ich glaube, jetzt komme ich von selber, oder? Ich nach Osten, Weg nach Osten über Brücke. Aha. Weg zur Kiste am Anfang scheint es abhängig. Okay. Gut. Ja, gerade gelesen, was ich noch machen könnte. So, dann habe ich noch eine Viertelstunde Zeit zum Aufnehmen. Ich setze den Zappel den Nagel auf den Stamm an. Sehr gut. Alles weggenagt. Dann wirft die Kartun den Sumpferwäter. Sie ist immer noch von dunklen Kräften besessen. Das soll der Dank für die Hilfe sein. Der kleine Naga ist für uns harmlos. Lass ihn einfach frei. Ich werfe mal den Sumpf. Tschüss. Mach nur weiter so und du wirst schon bald einen fabelhaften Hexenjäger abgeben. Schweig, still, Dämonenmetze. Der Wäter hat einen weiteren Triumph gegen die Dunkelheit errungen. Es war nur ein kleiner, kaspersticker Grabschaufler. Ein besessener Grabschaufler. Vielleicht keine Gefahr für Krieger, wohl aber für die Bauern der Gegend. Du hältst dich für mitleidig, dabei willst du dein Herz nur nicht mit den Konsequenzen der Pflicht beladen. Giso verhält 150 EP für Pfiffigkeit gepaart mit grimmiger Entschlossenheit. Okay. Alles doch sinnvoll. Okay. Was haben wir denn hier? Vorsicht, giftige Gase. Wenn eine giftige Blase an der Oberfläche zerplatzt, sollte man tun, ist woanders stehen. Naja, wenigstens scheint das Rezept für ein Gegengift doch nicht umsonst gewesen zu sein. Wie habe ich denn? 6 Stück. Na gut. Okay, das ist jetzt echt mies. Ist gut.
Also muss ich hier lang. Ach, okay. Ich kann ja zum Glück nicht mehr vergiftet werden. Das ist ja nicht so schlimm. Dann habe ich nicht draußen geheilt. Okay. Ja, ist ja gut. Ich kann doch halt. Ja. Wo kriegt euch Schaden? Nee. Ich krieg nur Schaden, wenn ich laufe. Und ich heile mich eh regelmäßig. Also. Das ist Gift eingesorgt und sinnlos. Ganz ehrlich. So, jetzt kann es heilen. Du musst das doch eh hier. Gildengabe. So. Empire gehen sich schneller als Gegengifte. Von daher soll mir das Schnuppi sein. Nach unserem Quiz. Mal gucken, wo ich den irgendwann eintauschen kann. Hier. Jetzt gieß auf eines, weil wir Gegengift aus dem Astloch. Yay. Was ein Zufall aber auch. Als hätte Retroy gewusst, dass man da Gegengifte braucht. Gut, gehen wir erstmal unten lang. Mhm. Okay. Okay, okay, okay. Okay. I understand. Ich bin gespannt, was drin ist. Ein Heiltrank. Normalen Heiltrank? Ja. Na gut. What? Gut, I think. So. Ja, ich habe keinen Brückenteil. Okay. Da ist ein Typi. Jetzt muss ich jetzt erstmal mitnehmen. Ich habe immer noch ein Brückenteil, was ich da. Da muss ich. Dann will ich hier hin. Ja. Das heißt, ich muss den Typen erstmal. So. Das heißt, die Axt, du Eisenschwert, so. Komm mal her. Wo sind die alten, abgeschnittenen Tage hin? Kusch, du gassiges Ding, kusch! Hinter! Ich sorge persönlich dafür, dass das Licht gleich überall hinscheinen kann. Schön. Ja, dann, das sind zwei Stück heute, die mich verarschen. Nee, ich greife hier nur mit ihm ein. Oh, komm. Wer? Ey, komm. Du wolltest mich doch verarschen. Hä? Ich habe doch gerade keinen Dings aufgehabt. Warum konnte ich gerade aus. Ach so. Habe ich gerade Angriff ausgehen gehabt? Ach, geil. Ja. Steinhagel. AOE. Damage. Und ich habe, glaube ich. Ich habe den scheiß Zombie vergiftet. Warum kann man. Zombies sind eigentlich immun gegen Gift und Krankheiten normalerweise. Warum ist er nicht gegen Gift immun? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und Tote sind gegen Gift. Ach geil. Mit was rede ich da eigentlich? So. Du machst mal eine AOE. Der darf auch gleich tot sein. Hoffe ich mal. Und daher. Bumm. Ja, komm. Dann machen wir gleich mal über die Immune Rankenzunge. Das Gift tötet den schon. Irgendwie. Denke ich mal. So, du machst mir eine heilende Hand. Auf, Jesus. So. Du greifst das Viech an und es ist tot. Nice, so, da ist so. So, gucken, ob du auch nochmal vergiften kannst. Vielleicht klappt es ja, wenn ich Glück habe. Von daher ist es vielleicht gar keine so dumme Idee. Dum, wenn sie mal treffen würde. Ach, okay. So eine geringe Wahrscheinlichkeit zu vergiften. 120 EP, nice. Daher, so, komm mal runter, mein Freund. Nanu, Hilfe an so einem Ort? Kann das sein? Warum kommst du nicht runter? Traust du uns etwa nicht? Wie trollig, der Kleine hat Angst. Wer bist du überhaupt? Ein wahrer Wasserfall von einem Schwätzer. Was machst du hier? Du solltest einen guten Grund haben, an einem so guten verlassenen Ort umherzuschleichen. Einen sehr guten. Nun komm schon runter. Na, siehst du, niemand wird etwas tun. Haben die vielleicht einen Keks für den Fremden?
bist du also von deinem Baum herunter? Jede Verstockung löst dich, wenn sie von der Flamme der Wahrheit geküsst wird. Also rede, wer bist du? Was treibst du an diesem Ort? Dämonenwerk? Zauberei? Welcher böse Geist würde einen geweihten Brunnen heilen? Hat er das wirklich? Es könnte ein Trick sein. Und Zauberei scheitert aus. Diese Art von Magie beherrschen sie nicht. Sie haben sie immer verachtet. Ach ja, und was war es dann? Ha, du weißt es nicht. Und darüber scheinst du dich mehr als über eine richtige Antwort zu freuen. Du weißt es wirklich nicht. Yay, kann ich mich hier kostenlos heilen, theoretisch. Einfach mal wieder hinlatschen und dann tun und machen. Hier ist nur dein Brückenteil. So. Das heißt. Okay. Nach Osten über Brücke. Weg nach Osten über Brücke. Was soll das denn jetzt heißen? Achso, hier. Okay. Na, gucken wir mal. Oh, du heilige Scheiße. Okay, den Kampf mache ich noch und dann gehe ich mal. Mache ich mal Schluss heute. Da bist du ja. Du Mausreißer, kommst du her? Der Piepmatz ist schlauer, seine Herren. Dort im Gäst ist er von den Knochenwürfen leidlich sicher. Ach, warum umlagern diese Unwissen nur meine Eule? Alle nicht. Eins hat uns gerade entdeckt. Der Baum. Madrana? Ich glaube, ich kann uns Hilfe verschaffen. Aber dazu müsste ich aufwendige Magie weben. Und ihr müsstet mir in der Zwischenzeit die Unwissen vom Leib halten. Du würdest nicht bekämpfen? Ich würde uns anderweitig nützen. Triff eine Entscheidung, Herr Räter. Der dunkle Diener rückt heran. Bei Drada zaubert Hilfe herbei. Ich zaubere nicht, ich webe. Was auch immer, fang einfach an. Du bist eh nutzlos. Na wo, gegen Skelette nicht. Ach egal. Mach Brumm halt einfach mal ein bisschen Dingsi Dingsi und dann geht das. Sind die gegen Feuer empfindlich? Das geht. Aua. Aua. Bäm. Komm, AOE, Damage ordentlich. Und du, heiß dich mal ganz kurz. Von daher, soll das dann reichen. Aua. Aua. Oder auch nicht. Na egal, dann halt einen nochmal. Lindenaura, Damage, nice, da ist so. So, dann komm, einfach einen starken Halt dran, dann hast du 75% AP. So, ouch, ouch. Greif an, das wie ist eh gleich tot. Noch einmal Göttergabe und dann ist er weg. So, und dann können wir jetzt normal angreifen. Waffe, Wuchtwaffe. Hä? Was? Hä? Warum hast du denn jetzt Lohn eingesetzt mit einer Wucht? Ja, dieses Kampfsystem ist manchmal so verbuggt. Die hätten wir. Was macht die Weberei? Aha, dauert noch. Uff. Uff, das darf ich wieder wechseln. Danke auch. Waffe, Klingenwaffe. Ey, WW. Komm, dein Mutti ist nicht. Nicht ein Ernst jetzt. Soll ich noch einen starken Heiltrank verbraten? Das ist natürlich sehr geil. Ey, komm schon. Ey, komm. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen?
Gut, ne? Also, das lief hier sehr gut. Was ist das denn für ein Scheiß? Weiß man gleich zur Holztreue wechseln. Gut, ich mache es erstmal kalt. Wir probieren das das nächste Mal. Was ist das? Dieser Scheiß. Ey, guckt euch das an. Ich habe. Gut, ich könnte Kräutersuppe verbraten. 5 Stück jedes Mal. Und Kräutersuppe. Und dann machen sie das gleiche nochmal. Und dann ist es wieder so, weil es einfach unfair ist. Ich habe keine Magie, um das zu heilen. Blindheit, Raserei und Gift. Ja, aber keine Lähmung. Du musst dich einen Scheiß Kräutersuppe verbraten. Und Dinger sind teuer wie Sau. Und dann machen sie gleich den nächsten Angriff wieder, Freunde, auf denselben Charakter ist das wieder gelähmt. Wie kann man. Es ewig. Wenn man einen Statuseffekt einführt, muss man auch irgendeine Möglichkeit, relativ günstige Möglichkeit bieten, dass es oder von mir aus jetzt so mittelmäßig teuer ist. Weil ich jetzt. Halt, Goldersuits sind halt unheimlich teuer, meiner Meinung nach. Ach, egal. Wie gesagt, Bellingson ist irgendwie hier in dem Spiel sehr seltsam. Naja, gut, ich schneide jetzt hier. Und erstes Mal sehen wir uns dann bei Let's Play Wolfenheim wieder auf Instant, Leute. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski.